Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, hier stecken sie drin. Zwei ganz, ich sag mal, ikonische Kontrahenten. Der Batman und der Joker. Ja, beide hier drin als Büste. Soll hinterher so aussehen. Das ist die Joker-Büste. Und dann gibt es das Ganze noch als Batman-Büste. Deswegen habe ich mir hier ein bisschen Deko hingestellt. Und das hier war eine interessante Geschichte. Das ist ein Mock. Das heißt My Own Creation. Das hat sich irgendein Designer ausgedacht und man kann diese Anleitungen im Internet kaufen und das habe ich auch getan. Hier einmal auf der Seite Quality, Build Better Bricks und kostet für beide zusammen, also für den Joker und für Batman 10 US-Dollar, aber ohne die Teile. Also die hier, die muss man sich dann noch separat besorgen, entweder bei Bricklink oder ich habe sie eben bei AliExpress bestellt, aber habe dennoch die Originalanleitung gekauft. Ich werde euch alles verlinken und dann gibt es eben hier einmal die Joker-Anleitung. Ihr seht die Büste, 270 Teile hat die. Und das Batman-Pendant hat ebenfalls 270 Teile. Und der Schwarze Ritter sieht dann so aus. Also Anleitung gekauft, Steine gekauft. Links zu allem findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Dort könnt ihr euch einmal hier bei AliExpress die Steinchen kaufen. Gibt es dann so als Set direkt mit dabei. Aber bitte kauft euch die Anleitung hier beim Originaldesigner, damit auch der für seine Arbeit entlohnt wird. Oder besser gesagt, die beiden Designer Tyler Clydes und Sean Mayo, würde ich mal sagen, heißen die. Ja, und dann packen wir jetzt hier mal unsere Teile aus. Ich bin schon ganz gespannt. Also wir haben hier insgesamt 540 Teile drin. Und das in einigen Tüten. Und die sind sogar nummeriert hier. Tüte Nummer 10, Tüte Nummer 6. Also alles durchnummeriert. Und bei manchen weiß man schon, ja, das hier ist die Joker-Tüte anhand der Farbe. Das hier ist eine Joker-Tüte anhand der Farbe. Und beim Rest, naja gut, schwarz, schwarz, grün, überall wo Farbe ist, ist dann wohl der Joker und der Rest ist dann unser dunkler Held. Und ja, so haben wir jetzt hier alles zusammen, was wir brauchen und wir legen dann direkt mal los. Ich werde das hier jetzt mal auf meine Tellerchen verteilen und dann bauen wir, ich fange mit dem Joker an, den finde ich cooler. Genau, wir bauen erstmal den Joker. Da ich gerade ein Teil nicht finde, das hier irgendwo in den Tellerchen versteckt ist, oder besser gesagt zwei Teile, dachte ich mir, mache ich doch mal hier eine erste kurze Pause, schwenk mal runter und zeige euch, wie weit ich gekommen bin. Ich bin hier auf der Seite 32 oder auf Bauschritt 32, sage ich mal auf Seite 18 der Anleitung und wir haben als allererstes das hier gebaut, das wird wohl der Standfuß werden für die ganze Büste. Hier mit so einer Kugelkopfaufnahme. Boah, wenig spektakulär. Okay, einmal das. Dann haben wir das hier gebaut. Also erstmal hier diesen mittleren Teil, so als, sag mal, Ankerpunkt. Und dann hier die beiden Teile hier rechts und links, die man auch ja bis vorhin noch hier hin und her klappen konnte. Denn die sind hier mit C-Clamps hier dran befestigt. Da kann man es noch so ein bisschen erkennen und somit werden die dann in diese schräge Position gebracht. Alle beide sind gleich gebaut und dann kommt hier schon die erste Verkleidung dran mit diesen echt coolen violetten Fliesen. Und bei mir sind die so, die hier, die ist irgendwie rau, kann man hier sehen, die ist rau und die sind alle glänzend. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich finde die Farbe, die ist echt geil, gefällt mir. Eine sehr schöne Farbe und das wird dann einfach hier an die Noppen dran gebaut. Hier haben wir noch so ein Teilchen, also es ist ganz kreativ gelöst. Das hier ist dann die Rückseite vom Joker. Das hier wird die Vorderseite vom Joker. Hier sieht man schon den Kragen und das kommt dann nachher eben auch noch hier einfach so mit drauf. Und dann hat man den Teil auch schon fertig. Aber so ganz fertig ist das noch nicht, denn ich glaube, ich suche hier die Krawatte. Die Krawatte, oder? Was ist das? Ich glaube, also auf jeden Fall, mir fehlt hier noch ein Teilchen. Da muss ich gleich mal ein bisschen rumsuchen. Aber soweit macht das Bauen Spaß. Vor allem, man sieht recht flott, ja, was baut man denn hier? Und ist eine schöne Sache. Ich freue mich schon richtig, wenn der fertig ist, denn ich finde, der ist richtig cool. Das wird ja auch der Heath Ledger Joker aus, was war denn das? The Dark Knight Returns.
Oder? Ja, ein richtig cooler Joker für meinen Geschmack auf jeden Fall. Also, ich suche jetzt mal noch hier die Teilchen weiter. Die müssen irgendwo hier drin sein und dann bauen wir weiter und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe die fehlenden Teile immer noch nicht gefunden und ja, es war die Krawatte vom Joker. Also entweder kriegt er keine oder ich muss improvisieren, aber naja, soweit, so gut. Ihr seht, das Teil steht jetzt hier auf dem Ständer drauf. Hier unten mit dem Kugelgelenk wurde das dann reingebaut, sodass man es hier auch ein bisschen einstellen kann in der Neigung und noch ein bisschen vor und nach hinten. So, steht erstmal gut. Und da dann hier die Brust-Schulterpartie soweit schon mal fertig ist, ging es dann hier fleißig weiter mit dem Kopf. Das wird er. Und er wurde erstmal ja rundum munter vernoppt, dass man da jetzt alles Mögliche dran bauen kann. Und stellenweise auch wie hier ganz merkwürdig und ja, komisch gebaut. Also wir haben hier, das hier sind so Zweier, einmal Zweier, Moment, das sind die hier. Ihr seht, Noppen hier, Noppen auf der, Gott. Da, Noppen auf der anderen Seite und Noppen oben. Und die wurden hier so liegend verbaut. Und einmal hier, 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 hier und dann noch ein bisschen was dazwischen mit einer kleinen Achse. Also hier steckt noch hier so eine kleine Technikachse dazwischen. Und dann hier so diese roten, was man hier vorne sieht, das sind hier diese kleinen roten Kegelchen. Die kamen da noch drauf. Ja, ganz interessant. Mal schauen, was es werden soll. Ob es vielleicht nur eine Noppe sein soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hier geht es schon mit dem Gesicht los. Ihr seht, weiß und rot wird hier munter ineinander gesteckt. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das Gesicht und der Kopf dann sich weiterentwickeln werden. Aber als nächstes entwickelt sich hier erstmal. Ja, da sieht man es, die Frisur, damit geht es jetzt weiter. Bauschritt 59, Seite 36. Also ganz interessant, macht schon Spaß, das hier zu bauen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er dann nachher aussieht, wenn er mal ein bisschen mehr, ja, Fleisch an die Backen bekommen hat. So, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mal meckern und zwar einmal über denjenigen, der mir hier die Steine zusammengepackt hat. Der hat irgendwie was vergessen. Und zwar, ich verbaue hier schon angeblich oder sollte die ganze Zeit hier dieser einmal Zweier in dem schönen, was ist denn das so, so grün hier, dieses Moosgrün verbauen und ich habe nicht einen davon dabei. Ich werde bekloppt. So ein Scheiß. Also, da fehlen mir auf jeden Fall die ganze Zeit schon Steine und ich muss ständig, deswegen gab es hier mal so Lücken, in meiner Ersatzteilkiste gehen und kramen. Und ein paar Stück habe ich noch gefunden. Moment, hier kann man es sehen, hier oben an der Spitze, ihr seht, da ist so ein helleres Grün dran. Genauso wie, wo kann man es auch noch erkennen? Hier. Da ist auch ein helleres Grün dran und zwar das hier. Das sind die Steine, die habe ich zum Glück noch übrig gehabt von dem Castle Grayskull-Bau von Megaconstrux. Und ja, die habe ich dann einfach mal hier mit reingebaut. Aber ich hoffe, da kommt jetzt nicht mehr allzu viel. Also einer also kommt schon wieder und ich habe keinen mehr. Da werde ich jetzt hier einen grauen verbauen und hoffen, dass man den nachher nicht so deutlich sieht. Und zum Zweiten will ich meckern über die Anleitung, habe ich gerade schon gesagt. Und zwar, da stehen manchmal Teile drauf, die gar nicht verbaut werden. Wie zum Beispiel hier in dem Bauabschnitt. Da baut man hier die hintere Haarpartie und da ist dann eben das dabei und das hier, der Stein. Den habe ich zum ersten Mal nicht hier in meinen ganzen Steinekisten mit drin. Aber das hat ja nichts zu bedeuten, da fehlt ja gerne mal was, aber der wird hier auch nicht verbaut. Wo wird denn der Stein hier verbaut? Der hier, der schräge, der wird einfach nirgends verbaut. Also da sind auch Fehler in der Anleitung drin. Also da kann man sich auf keine Seite so richtig verlassen im Moment. Aber dennoch, ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. Ja, also das ist das Gesicht vom Joker hier. Kinnpartie, Mund und der Rest fehlt noch. Und dann sieht man hier von vorne schon, wie die Haare aussehen. Und die sehen doch echt mal cool aus. Also so vom Bauen her, vom Optischen her, finde ich, ist das sehr, sehr gelungen, dass das hier so ein bisschen ja, ein wirres, krauses Haar darstellt. Sehr schön.
Also der gefällt mir gut, ganz im Gegensatz zu den ganzen kleinen Problemchen, was mir hier alles so fehlt. Aber cooles, cooles Ding. So, genug gemotzt. Soll ja Spaß machen, das Ganze. Also ich baue hier mal weiter und ihr könnt mir hier die Daumen drücken, dass ich nicht noch mehr Steine brauche, die ich eigentlich gar nicht habe. Schaut mal, ja, ich habe die Krawatte gefunden. Wunderbar. Ich glaube, da war nur die falsche Farbe mal wieder in der Anleitung angegeben. Und am Ende, bei dem Schlussbild, sieht man, sie ist grün wie die Haare. Aber eins habe ich tatsächlich nicht mehr gefunden. Und zwar, ja, nochmal so ein 1x2er-Steinchen. Jetzt habe ich hier hinten so ein blödes, graues, mal so vorläufig auf dem Hinterkopf drauf. Naja, vielleicht kriegt der Joker einfach auch schon nur mal so ein bisschen graue Haare. Ne? So, der Allerjüngste ist er ja auch nicht mehr. Also, wir gehen direkt mal durch. Also, fertig ist er. Ne? Hinten der Hinterkopf bis auf die grauen Haare. Sieht echt gut aus. Schön gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an den Pork und an den Yoda, wie da die ganzen Haare und Federn so gemacht wurden. Ja, sehr gelungen. Doch, echt schön. Wunderbar. Von oben sieht er dann so aus. Und einmal vom Profil her, einmal so, jo, und einmal so, bitteschön. Aber ganz neu ist er jetzt hier, unser Gesicht. Und meine Güte, der guckt aber auch böse, oder? Kann man nicht anders sagen. Hier ganz, ganz witzig, finde ich. Hier seine Strähne, die ist hier mit so einem Kugelgelenk. Wo kann man sehen? Hier, so ein Kugelgelenk, hat man hier noch so eine Haarsträhne gebaut und die kann man ihm dann so etwas hier über die Stirn legen. Sehr schöner Effekt. Dann einmal hier das Gesicht. Ja, das baut man hier so, das hier, das T-Element, baut man in einem Element und klappt dann hier einmal hier drauf. Dann natürlich den Mund hier unten, Krawatte, Schultern. Der ist cool. Also ich finde den echt. Ich finde den ziemlich gelungen. Und vor allem, kennt noch jemand von euch Westworld? Also nicht die neue Serie, sondern dieser alte Film mit Yul Brynner. Ja, also, wer ist schon so ein alter Sack wie ich? Ich habe den damals noch im Fernsehen geschaut. Und da gibt es so eine schöne Szene bei den Robotern, wenn die ihr Gesicht abnehmen oder wenn die gewartet werden, dann sehen die ja, so aus. Und da hat mich das so unglaublich dran erinnert. Sieht genau aus wie in Westworld. Damals aus den, wann waren das, 70ern oder so. Vielleicht finde ich ein Bildchen, dann blende ich das mal ein. Aber wer den Film kennt, das ist wie so ein Westworld-Roboter. Und dann sieht man hier auch mal, wie das Teil gebaut wurde. Also hier ein Element und wird dann eben hier auf die Noppen drauf gedrückt, weil wir haben den ganzen Kopf am Anfang ja vernoppt ohne Ende, damit hier von allen Seiten was drankommen konnte. So, schnell nochmal hier oben die Strähne dran. Lässig übers Haupthaar oder über die Stirn gelegt. Und damit wäre ja Büste Nummer 1 fertig. Unser Joker, für mich schon jetzt das Highlight. Ich bin aber dennoch gespannt, wie Batman aussieht. Aber Freunde, ja, da das hier schon so anstrengend war für mich, ich jetzt hier Feierabend mache, würde ich sagen, Batman bauen wir nächste Woche im zweiten Teil. Ich verlinke euch alles hier unten in der Videobeschreibung. Link zur Anleitung zu AliExpress auch, wenn da so die Teilchen gefehlt haben. Man kann es auch bei Bricklink sich besorgen, die ganzen Teile. Und dann könnt ihr gerne mal selbst anfangen, hier die Büste vom Joker und vom Batman zu bauen. Und ja, alle weiteren Videos findet ihr in der Playlist Lego, Leppin und Co. hier unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal mit dem dunklen Ritter. Der muss hier nämlich noch dazu, ganz klar. Macht's gut!